Ich bin ehrlich, normalerweise mache ich auf meinem Kanal keine Reviews mehr zu einzelnen Produkten. Aber ich habe das hier gerade bekommen und ich dachte mir, das müssen wir gemeinsam testen, weil es schon lange, lange her ist, dass ich eine Lidschattenpalette gesehen habe, bevor ich sie in der Hand hatte und dachte, yes. Und deswegen testen wir heute die neue Fall Romance Palette von Anastasia Beverly Hills. Ihr süßen, süßen Mäuse, ich vermute, dass das hier wie so ein kleines Zusatzvideo ist. Ganz kurz, ganz knapp, ganz bündig. Denn ich war gerade auf dem Anastasia Beverly Hills Konzert. Unbezahltes Video selbstverständlich. Und ich habe die neue Fall Romance Palette abgeholt. So kann man es sagen. Ich habe sie vor ein paar Tagen schon bei Trend Mood gesehen. Die posten dort immer vorab neue Produkte. Und als ich die Kampagne gesehen habe, dachte ich mir, yes. Und das ist sehr, 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 sehr lange her, dass mich eine Lidschattenpalette angesprochen hat, bevor ich sie in echt gesehen habe. In der Drogerie ist es nochmal was anderes. Da gehst du regelmäßiger hin. In Sephora gehst du selten. Du bestellst es meistens online. Aber wenn du sie dann vor dir hast, ist das nochmal was anderes. Und deswegen schauen wir mal, was dieses Schätzchen hier kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass es euch bald besser geht oder vielleicht auch schon morgen oder mit diesem Video. Wie gesagt, also die Fall Romance Palette ist schon, ne, ist halt Anastasia Beverly Hills. Brauchen wir nicht drüber reden. Die kostet nicht 6 €, sondern die liegt so bei, ich glaube, 58 €, was schon eine Stange Geld ist. Aber ich habe Tatsache mit Make-up-Artists von Anastasia Beverly Hills selbst reden können. Und sie haben mir so ein paar Sachen erklärt, warum die Palette jetzt so ist, warum da jetzt mehr Pigment drin ist, beziehungsweise eine andere Formulierung und andere Fändchengrößen. Da ist ja jetzt pro Shade 1,11 Gramm mit drin, was ich glaube fast doppelt so viel ist wie in den Paletten vorher. Und ich habe diese Verpackung gesehen. Du hast hier wieder diese klassische Filzverpackung in so einem schönen Burgunderrot. Ich finde, es kommt in der Kamera ganz, 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 ganz schwierig raus. Und innen drin hast du halt hier echt krasse Farben. Und wisst ihr, was ich ganz besonders spannend daran fand, ist die Farbaufteilung und die Texturen. Wir haben so ein paar normale schimmernde Töne, aber wir haben auch Matt und Matt mit so ein bisschen Sparkle mit drin. Und ich habe die Kampagne gesehen, online, jetzt auch bei Instagram. Heute ist der 5. Die Palette kommt erst in 7 Tagen von heute raus. Da seht ihr dann auch das Video erst. Und da fand ich die Kampagne ein bisschen, ich hätte sie anders gemacht, Tatsache. Sie war sehr floral, sehr, sehr rosé. Ich hätte sie komplett anders gemacht, die Kampagne. Ich hätte die richtig, richtig herbstlich gemacht. Ich arbeite aber nicht für Anastasia Beverly Hills. Deswegen schauen wir mal, was sie auf den Augen kann. Selbstverständlich blende ich euch auch wieder ein paar Swatches ein und üblicherweise ist das nicht mein Anspruch, zwei verschiedene Looks zu machen, aber bei so einer Palette, da will ich euch nicht nur drei Farben zeigen, sondern so viele es geht. Und deswegen starten wir auch direkt mit der Farbe Lover. Das ist hier unten so ein kühles Grün. Ich klopfe ab und setze mir das jetzt erstmal in die Lidfalte. Ich finde sogar, dass sie geswatcht ganz, 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 ganz anders aussieht als auf der Palette. Geswatcht sieht man, dass die richtig, richtig dunkel ist. Ne? Also das ist keine Palette, wo du sagst, ach, die ist aber süß oder die ist freundlich, sondern das ist eine Moody-Palette. Die ist sehr, sehr, Tatsache sehr herbstlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich mag persönlich ja sehr gerne dunkle Lidschatten und es darf auch ab und zu mal so ein bisschen spektakulärer werden. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Erstmal, die Farbe ist großartig pigmentiert dafür, dass ich den Lidschatten eigentlich nur so ein bisschen berührt habe. Mir ist aufgefallen, dass auch die Kampagne mittlerweile gar nicht mehr so ist wie früher, sondern es sind sehr zarte, fast schon monochrome Looks. Es gab einen Kampagnenlook nur mit dieser Farbe hier. Das ist wie so ein Topper. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil es halt nicht mehr Cut Crease, Cut Crease, Cut Crease ist, sondern sehr, sehr zart. Sehr, sehr gut pigmentiert die Farbe, ließ sich gut ausblenden. Wir erinnern uns alle an die, ich glaube, Subculture hieß er. Da erinnert sie mich auch so ganz, ganz leicht dran, aber im Swatch, also im Aufblick, im Swatch selber dann nicht mehr. Aber die Pigmentierung ist deutlich, deutlich höher als früher natürlich. Lässt sich sehr, sehr gut ausblenden. Nächstes gehe ich in die Farbe Thorns. Da ist ein bisschen Schimmer mit drin, demnach ist auch ein bisschen mehr Fallout mit dabei. Und die setze ich mir jetzt in die Lidfalte, um das Ganze so ein bisschen grüner zu machen. Ich weiß nicht, ob das rauskommt in der Kamera. Ganz, ganz schwierig. Also in echt sehe ich es, ist schon fast in Kombination mit der Farbe vorher so ein bisschen smoky, schlammig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr
das als euer Farbschema seht. Die hat deutlich mehr Fallout, aber lässt sich extrem gut ausblenden. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, ob Jenny meinen Kanal schaut, aber diese Farbkombination schreit für mich gerade Jennys Highlights. Ich weiß nicht warum, ich muss gerade an Jenny denken. Extrem pigmentiert, ich gehe gleich noch so ein bisschen hier unten schon mal lang und könnte es jetzt fast schon so lassen mit einem Schimmerton drauf. Ich will aber nochmal hier ein bisschen Twilight probieren, das ist noch ein bisschen grüner und noch ein bisschen dunkler. Ich muss sie mal swatchen nebeneinander. Ja, die sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Aber die eine ist eher grau, die andere ist eher grün. Ich tupfe mir jetzt Twilight einfach aufs bewegliche Lid. Das hier wird heute ein sehr, sehr dunkler, sehr moody Look. Die wirkt schon fast nass auf dem Auge. Die ist extrem pigmentiert. Also du siehst das, ich kriege die Farbe kaum von der Hand weg. Ich bin gespannt, wie ich sie nachher abgeschminkt kriege, die Palette, weil sie sehr, sehr... Also die letzte Palette, die ich getestet habe, war, glaube ich, die Cosmic. Die war auch sehr, 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 sehr gut. Aber du merkst schon einen Unterschied, ne? Also Texturen haben sich deutlich, deutlich geändert. Ich hätte sie mir tatsächlich ein bisschen grüner gewünscht, eine Farbe von den beiden. Die sind mir doch sehr, sehr nah. Aber die andere hat halt noch so einen leichten Schimmer mit dran. Man könnte das Auge jetzt so lassen, vielleicht noch einen schwarzen Kajal. Ich weiß nicht, ob das... Könnt ihr die Farben gut erkennen? Ich sehe halt mittlerweile nicht mehr so gut. Mit so einem kleinen Pinsel gehe ich in die Farbe Smoke und setze mir die als Inner Corner Highlight. Das ist so ein bisschen Duochrome. Und jetzt muss ich, es tut mir leid, in die Farbe Crown gehen. Das hatte die Make-up-Artistin von Anastasia Beverly Hills auf ihrem Auge. Das war wie so ein Topperton. Und den... Puh, der wirkte ganz anders bei ihr, weil sie den pur auf dem Auge hatte. Bei mir kommt jetzt mehr das Grün raus. Bei ihr wirkt er so ein bisschen blauer. Wahnsinnig schöne Farbe. Unglaublich. Das ist schon Look, ne? Ich gebe mir jetzt noch einen grünen Kajal auf die Wasserlinie. Sehr, sehr schön. Ich liebe diesen Topperton. Okay, der grüne Teil ist phänomenal. Jetzt bin ich gespannt, denn ich weiß nicht warum, aber mich hat die Farbe Divine so angeschrien tatsächlich schon, dass ich, also das war die Farbe, wo ich gedacht habe, das ist meine Palette. Und das Spannende ist, ich dachte, das ist ein Schimmerton. Das ist, also da ist Schimmer mit drin, aber ganz, ganz leicht, sodass man den mit Sicherheit auch in die Lidfalte tragen kann. Das tun wir jetzt auch. Ich nehme die Farbe Divine mit einem großen, fluffigen Pinsel und gebe mir die in die Lidfalte und benutze die als meine hellste Farbe. Ist es ja auch schon fast, ne? Also das ist keine Palette und da muss ich sagen, ich weiß, dass viele die vielleicht so ein bisschen als zu dunkel sehen, aber... Ich glaube, dass wir jetzt genug, vor allen Dingen von Anastasia Beverly Hills, ne? Das ist ja die Königin der braunen Lidschatten, dass sie jetzt genug warme, helle Farben hat, so dieses Soft Glam. Soft Glam ist für mich Anastasia Beverly Hills. Es reicht. Es reicht und jetzt braucht sie natürlich auch Farben, um ihr Portfolio zu erweitern. Und ich finde, dass das mal eine ganz spektakuläre Farbzusammenstellung ist. Lässt sich sehr, sehr gut aufbauen und ich finde, dass du diesen Schimmer kaum siehst. Also normalerweise ist ja mit so Schimmerfarben ist es immer ein bisschen schwierig, die als Transition Shade zu benutzen, aber dadurch, dass der Schimmer halt so subtil ist, ist es hier zumindest bis jetzt kein Problem. Ich nehme einen kleineren Pinsel und gehe in die Farbe Mulberry, setze mir die in die Lidfalte zum Abkühlen bzw. zum Abdunkeln. Das ist so krass, weil die Farben in der Palette ganz, ganz anders aussehen als im Swatch bzw. auf dem Auge. Ich weiß nicht, mir fehlt das ehrlich gesagt so ein bisschen diese Reviews auf YouTube. Mittlerweile ist halt, ich weiß, viele werden jetzt sagen, ja, dann macht das doch einfach wieder. Das Problem ist, ihr süßen Mäuse, es schaut keiner. Ich könnte dreimal die Woche ein YouTube-Video machen und jedes Video hätte tausende Aufrufe. 20, 30, 40, 50.000 Aufrufe. Ich weiß, dass dieses Video vielleicht 10.000 Aufrufe kriegt. Und es geht nicht mal unbedingt um die Aufrufe selber, sondern klar, es ist, ja, will ich mich nicht freisprechen, es ist natürlich schön zu sehen, dass ein Video gut funktioniert. Ich probiere auch so ein Mittelmaß irgendwie zu finden, aber am Ende des Tages ist YouTube mein Hauptjob, ne? Sehr, sehr gut. Wir werden jetzt noch ein Stückchen dunkler, dafür werde ich noch ein bisschen kleiner mit dem Pinsel und gehe in die Farbe Crimson, auch ein sehr, sehr schöner Ton. Sieht auf dem Auge in Kombination
auch schon fast schwarz aus. Sehr, sehr krass. Jetzt tut es mir leid. Eigentlich, ja doch, komm, wir gehen auch mal die Farbe Midnight. Wisst ihr, woran ich gedacht habe, als ich diese Palette gesehen habe? An Taylor Swift. Midnight ist mit Schimmer, aber so ein bisschen lila Schimmer. Sehr, sehr dunkel. Und jetzt muss ich in die Farbe Moonlight und mische mir das so ein bisschen rein. Das ist eher wie so ein Topper zu benutzen, glaube ich. Es ist ganz komisch, ne? Weil ich, als ich die Palette gesehen habe, habe ich einen ganz anderen Look gesehen, als ich ihn jetzt sehe auf meinen Augen. Es ist verrückt. Ich habe was ganz anderes gesehen. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Das, was ich jetzt sehe, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also im echten Leben, nicht in was ich in der Kamera sehe. Die Farben ließen sich trotzdem, dass sie so dunkel sind. Ne? Das ist ja bei so dunklen Farben immer recht schwierig einschätzen zu können, wie sie performen und ob sie sich gut ausblenden lassen. Ich habe es natürlich jetzt übertrieben. Ne? Also was ich glaube, für den Alltag ist sie trotzdem was, wenn du einfach, ich probiere es jetzt mal auf der Hand. Du nimmst beispielsweise die Farbe Mulberry, blendest die so ein bisschen in die Lidfalte ein, kannst sehr gut und weich ausblenden und gibst dann einfach die Farbe Fire Side auf dein bewegliches Lid. Hast du trotzdem alltagstauglichen Look, aber trotzdem immer noch mit dieser Dunkelheit mit drin, ne? Was ich ja so per se nicht erwartet hätte bei so einer Palette. Fännchen sind sehr groß, die Texturen sind besonders, ne? Und das ist das Schöne an YouTube, dass du erst, wenn du sie benutzt hast, weißt, wie die Farben sind. Auch wenn du sie vorher nicht gesehen hast, noch nie gesehen hast. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Tolle Performance, schöne Farben. Was ich nicht tue, ist über den Preis reden. Ich glaube, jeder, der dieses Video angeklickt hat, weiß, dass diese Palette nicht 6 Euro kostet. Und jeder und jede kann sich dann natürlich auch so ein eigenes Bild zu machen. Texturen sehr, 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 sehr schön, großartig zu verblenden. Eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ich finde, dass die so ein bisschen einmal die Yucca-Palette von Anastasia und vielleicht die, wie heißt sie, die Modern Renaissance verbindet. So vom Vibe her. Wisst ihr, was ich meine hier? Yucca und Modern Renaissance, glaube ich. Wenn du dich für beide interessiert hast, könnte das vielleicht eine gute Kombination sein. Ich bin sehr gespannt, was du zu den Farben sagst, wie sie dir gefallen hat. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich verlinke sie euch, wenn sie jetzt schon online ist. Ansonsten ist sie ab 12.09. bei Sephora online verfügbar. Mir hat sie gefallen. Ich würde sie wieder benutzen. Kann ich empfehlen. Ihr süßen Mäuse, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.